Nach seinen Äußerungen zu gefestigten, nicht demokratischen Ansichten von Ostdeutschen steht der Ostbeauftragte der Bundesregierung Wanderwitz weiter in der Kritik. Er forderte, dass die CDU sich nicht von der AfD treiben lassen dürfe. Sie müsse sich auf den politischen Wettbewerb mit anderen Parteien fokussieren. Gegenwind kommt unter anderem aus den eigenen Reihen. So bezeichnete der thüringische Spitzenkandidat Mario Vogt Wanderwitz Aussagen als Besserwissertum. Und die AfD nannte die Aussagen frech und falsch. Und wir schauen jetzt zu unserem Kollegen Lutz Stordel nach Schönebeck an der Elbe. Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, Lutz, liegt gewissermaßen in den letzten Metern. Du bist im Moment mit Olaf Scholz unterwegs. Der ist gerade nicht im Bild zu sehen, aber gar nicht so weit weg von dir. Wie läuft's denn? Ja. Naja, ganz ehrlich, es ist schon ein etwas merkwürdiger Wahlkampf hier in Corona-Zeiten. Das geht schon damit los, wenn man durch die Städte fährt. Also ich habe da in früheren Landtagswahlkämpfen ganz andere Materialschlachten gesehen. Es ist nicht mehr so, dass die Kandidaten in Viererreihen an jedem Laternenmast sich präsentieren auf Plakaten. Das ist viel ruhiger und auch die Wahlkämpfe, die stattfinden, das sind eben nicht die großen Diskussionen auf der Bühne. Olaf Scholz, der kommt jetzt hierher, um auf einer Elbterrasse in einer Lounge zu diskutieren und es ist ein herrliches Ambiente, das sieht nicht wirklich nach Problemen aus. Also diese Rahmenbedingungen, die sind natürlich den Bedingungen geschuldet. Er wird dann noch in einem Betrieb besuchen, aber direkte Diskussionen jetzt mit Wählern oder dass man auf einen Marktplatz geht, das findet eigentlich nicht statt. Soweit die Lage für die SPD, ähnlich natürlich auch bei den anderen Parteien. Aber wenn wir da mal auf den noch amtierenden Ministerpräsidenten Haseloff schauen, der leidet jetzt ein bisschen unter dem, was Wanderwitz so gesagt hat. Wie geht man damit um von Seiten der CDU? Naja, ich glaube, leiden tun hier fast alle. Also hier bei der SPD, man ist ja relativ anspruchslos geworden. Nicht? Seit Jahren ist man bei der SPD bei 10%. Viel mehr wird es nicht werden. Und man weiß auch, die SPD hätte gerne ein rot-rot-grünes Bündnis. Das kann man nach keiner Grundrechenart zusammenbekommen. SPD, Grüne, Linke, das sind zusammen 30%. Mehr wird es nicht. Die andere Seite besetzt eben die CDU mit geschätzten 29 laut letzten Umfragen. Also Haseloff wird auf jeden Fall der nächste Ministerpräsident werden. Entschuldigung. Die Frage ist nur eben, mit welcher Stärke und bleibt er vorn? Und natürlich sind diese Äußerungen, wo man jetzt also ein Viertel der Ostdeutschen als nicht demokratiefähig bezeichnet hat, ja, hilfreich kann das nicht sein. Und es ist mir auch wirklich schleierhaft, warum man nun eine Woche vor der Wahl in einer Zeitung, das war ja die FAZ, die hier im Osten überhaupt nicht gelesen wird, warum man mit so einer Äußerung dort rauskommt. Lutz, danke schön für diese ganz aktuellen Einschätzungen und Impressionen.